Hallo zusammen, ich möchte mit euch die Aufgabe C2 des Känguru-Wettbewerbs 2022 lösen. Ein Quadrat ist aus 64 gleich großen quadratischen Kästchen zusammengesetzt und dieses 8x8 Quadrat könnt ihr hier also sehen. Und ein Teil des Quadrats ist grau bemalt. Welchen Flächeninhalt hat die graue Fläche? 14, 16, 18, 20 oder 22 Kästchen. Wir können die Aufgabe sehr schön lösen, wenn wir einmal zwei Hilfslinien einzeichnen. Und zwar einmal diese, also letztendlich eine vertikale Symmetrieachse unseres großen Quadrats und mal noch die horizontale Symmetrieachse des großen Quadrats. Und dann sehen wir, dass unsere graue Fläche sich in vier rechtwinklige Dreiecke aufteilt. Und diese vier rechtwinkligen Dreiecke sind kongruent, sind also deckungsgleich, sie sind gleich groß. Und wenn wir dieses untere rechtwinklige Dreieck einmal drehen und hierher verschieben, dann sehen wir, dass diese beiden rechtwinkligen Dreiecke ein Rechteck bilden. Und zwar ein Rechteck, welches aus 2 mal 4 Kästchen besteht. Und mit diesen beiden rechtwinkligen Dreiecken ist es genauso. Auch diese bilden wieder zusammen ein 2 mal 4 Rechteck. Und insofern können wir sagen, dass wir dieses 2 mal 4 Rechteck zweimal vorfinden. Und damit haben wir dann 2 mal 4 mal 2, also 8 mal 2, 16 Kästchen als Flächeninhalt für diese graue Fläche. Und damit ist die Antwort B die richtige. Alles Gute, alles Liebe, euer Jagdmeister X.